Liebe Imkerfreunde, ich wollte jetzt zum Thema Varroaziden noch eine Ergänzung zu Apilife Var bringen, die ich vor 2 Wochen vorgestellt habe. Apilife Var ist ja ein Thymolprodukt mit Eukalyptol und Kampfer, das aufgelegt wird im Wesentlichen nach der Ernte. Der Hersteller schlägt vor, 4-mal aufzulegen im Abstand von einer Woche. Ich habe von Hans Beer die Praxis gelernt, 2-mal aufzulegen und dann 6 Wochen zu warten und dann noch 2-mal aufzulegen, jeweils im Abstand von einer Woche. Das können auch 10 Tage sein. Apilife Var ist ja ein Langzeitbehandlungsmittel. Das Sinn ist, dass die Milben runtergeholt werden, auch die dann schlüpfen, die im Moment in der Brut sind und dass eben über die Zeit, wo Apilife Var wirkt, keine neuen Milben in die Brut gehen. Da ist sozusagen auch ein kleiner Schutz gegen Reinvasion. Und Hans Bär hat dann immer noch eine Behandlung mit einem Oxalsäurepräparat gemacht, zum Beispiel jedes Mal beim Öffnen. Das kann man zusätzlich noch machen, ist aber eigentlich nicht notwendig, denn Apilife Var ist ein Alleinbehandlungsmittel. Ich würde es auf keinen Fall vor der Tracht auflegen. Es gibt ja auch Leute, die vor der Tracht behandeln müssen. Das macht man normalerweise dann mit einer Oxalsäure-Lösung, Beträufelung. Bei Apilife Var geht das nicht, weil es eben doch eine starke Geruchsentwicklung hat. Verwendet man die Streifen nach der letzten Ernte und tut sie dann im Oktober spätestens abkratzen. Auf keinen Fall lässt man sie über den Winter drin. Erstens mal werden sie nicht abgeknabbert, wenn es kalt ist. Und zweitens mal hat man dann im Frühjahr noch die Reste des Behandlungsmittels drin. Und wenn es dann wärmer wird, fängt die wieder an, Geruch zu entwickeln. Und das will man natürlich dann nachher im ersten Frühjahrshonig nicht mit drin haben. Das war mal eine kleine Ergänzung zu dem letzten Video.